In Bregenz hat es in den vergangenen Tagen Luftdruckgewehrattacken gegeben auf Passanten. Wie finden Sie das Ganze? Ich glaube, dass das Lausbubenstücke sind, weißt du, dass ein paar deiner Buben sind, wo man meint, man kann etwas probieren wahrscheinlich, kann man vorstellen. Das sind Lausbuben, wo ein bisschen drehen, halt, bis sie mal draufkommen, bis man es erwischt hat. Aber Sie fühlen sich immer noch sicher in Bregenz? Wegen dem schon, ja. Und kein Problem. Das ist nicht das ist ein Lausbuben. Wenn Sie mit einem Querschuss täten, natürlich, dann gehören, dann ist andere Munition, dann wäre das natürlich gefährlicher. Fühlen Sie sich trotzdem in Bregenz noch sicher? Ja. Natürlich. Das wird ein Einzelfall sein oder Einzelfälle. Vielleicht, wenn es öfter kommt, ich weiß nicht, aber nein. Natürlich, ich fühle mich sicher. Gott sei Dank ist nur ein Luftdruckgewehr und kein Kleinkaliber. Könnte ja noch schlimmer sein, nicht? Es ist natürlich schon beunruhigend, dass überhaupt Gewehre so leicht zum Kriegen sind. Und ich bin einfach der Meinung, dass man da ein bisschen schärfere Gesetze haben sollte. Also. Und fühlen Sie sich noch sicher in Bregenz als Radfahrerin? Mal. Also keine Angst. Glauben Sie, wir bekommen amerikanische Verhältnisse mit den Jugendlichen in Vorarlberg? Nein. Das ist das Sozialsystem, ist noch zu gut für solche Verhältnisse. Das ist nicht zu erwarten. Nein, glaube ich nicht. Also, sind wir sicher noch weit davon entfernt. Also, ich glaube es nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Das kommt immer wieder mal vor und ist immer schon vorgekommen. Und ja, gehört zur Jugend dazu, gehört zur Zeit dazu. Mal. Das wird sicher ein Bursi, ja. Da macht es halt einen Spaß draus. Der weiß das, glaube ich, nicht so. Der meint es nicht so ernst. Wir haben ja früher Rotum heute gemacht und Siose wahrscheinlich. Aber so etwas halt nicht, oder?